Hey Leute, willkommen zur vierten Diamond Painting Sprechstunde. Heute widmen wir uns dem Thema ergonomisches Arbeiten beim Diamond Painten. Schultern- und Nackenschmerzen, Schmerzen im unteren Rücken oder in der Hüfte, ist mir auch schon passiert. Ich erzähle euch ein bisschen von guten Gadgets, bei denen Freunden oder ich gute Erfahrungen gemacht haben. Ich zeige euch etwas dazu und die Sachen, die ich nicht da habe, von denen ich euch nur erzählen kann, die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Kommt ihr direkt drauf zu, könnt euch angucken, was es ist, was ich meine, wovon ich spreche. Denn ich habe noch einige Sachen auf meiner Wunschliste, die auch besser für meinen Rücken sind. Ich sitze nämlich momentan auf einem ganz normalen Wohnzimmerstuhl zum Painten und möchte das auch in Zukunft ändern, weil ich mich sowieso niemals anlehne auf Stühlen. Da kommt man nämlich schon mal zum unteren Rücken. Es ist immer besser, wenn man so sitzt, dass man die Füße abstellen kann beim Diamond Painten. Und ich lehne mich nie an. Also ich sitze relativ weit vorne oder nur so ein bisschen hinten. Und weil immer, wenn man sich anlehnt, dann lässt man die Schultern automatisch etwas hängen. Und das möchte ich vermeiden. Darum, ich habe jetzt gerade an was gedacht, aber das spreche ich jetzt lieber nicht aus. Ich von wegen Schulter hängen lassen. Ich wollte sagen, dass meine Schultern eh schon so einen großen Kopf zu tragen haben. Und ja, dann soll man halt schon ein bisschen, ja, ergonomischer sitzen und arbeiten. Ganz wichtig ist zu sagen, viele Dinge, die einem am Anfang beim Diamond Painten wehtun, werden mit der Zeit besser. Also ich habe, wenn ich 1,5 bis 2 Stunden durchgepaintet habe, manchmal auch mehr am Anfang, extremst mit Nackenschmerzen zu kämpfen gehabt, mit Schmerzen hier oben im Schulterbereich. Und eine Sache, die mir da geholfen hat, ist einfach mal eine kurze Pause einzulegen, musste nicht besonders lang sein, einmal aufzustehen, alles einmal locker zu machen. Was auch immer gut ist, da ist man zwar geteilter Meinung, aber es ist immer gut, sich selbst mal Nacken und Schultern zwischendurch durchzukneten. Das macht man, wenn man viel am Schreibtisch arbeitet, zum Beispiel auch. Ist bei manchen umstritten, aber es ist tatsächlich so, dass es sogar Anleitungen dafür gibt und dass man das machen soll. Und früher habe ich auch ganz extrem über mehrere Stunden in meinen Nachtdiensten, das war eine reine Objektbewachung damals, painten können. Und das waren dann teilweise von 12-Stunden-Schichten dann vielleicht 6 Stunden pro Nacht, die ich dann Diamond Painting gemacht habe. Und zwischendurch in den Pausen oder nach den Rundgängen habe ich einfach mal so ein Schulter- und Nacken-Yoga gemacht. Dazu findet ihr Anleitungen auf YouTube. Da kann man nichts falsch machen. Also man macht dann diese Schulter- und Nackenübungen mit, man begibt sich in eine bestimmte Sitzposition. Zwischendurch hilft es auch mal, den Kopf einfach hängen zu lassen beim jetzt habe ich mich selber jetzt meinen Nacken geknackt. Den Kopf einfach mal hängen lassen. Dadurch lockert man schon ziemlich viele Nacken und Schultern auf. Und ja, einfach mal bei YouTube eingeben, natürlich nachdem ihr mein Video gesehen habt, Schulter- und Nacken-Yoga oder nur Nacken-Yoga und dann einfach mal 10 bis 20 Minuten durchziehen. Und ja, dann sollte das auch recht schnell wieder besser werden. So habe ich es am Anfang gemacht, bevor ich wusste, dass man einiges an seiner Sitzposition ändern kann. Es ist zum Beispiel gar nicht gut, immer den Arbeitsplatz zu tauschen. Also wenn man am Küchentisch arbeitet und man nimmt sein Diamond Painting zum Beispiel irgendwo mit hin, dann ist es immer gut, da auch an einem Küchentisch oder Esstisch zu arbeiten oder an einem Schreibtisch mit derselben Höhe. Denn wenn man dann anfängt, irgendwo auf dem Fußboden zu painten oder an einem kleinen Balkontischchen oder an einem Wohnzimmertisch bei Freunden oder im Urlaub, dann kann es dazu kommen, dass man durch die neue Haltung Schmerzen im unteren Rücken, mich nervt eine Haarsträhne, Schmerzen in den Schultern oder sogar im Nacken bekommt, weil man permanent nach unten oder zur Seite gucken muss. Deswegen habe ich unten am Wohnzimmertisch einen Platz zum Painten und oben in meinem Diamond Painting Zimmer, also hier, wo wir gerade sitzen, das ist alles meins. Ihr seht, das ist alles Diamond Painting. dazu kommen wir aber in einem anderen Video, weil der Hintergrund ist neu. Ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen, ne? Das ganze Chaos im Hintergrund ist weg. Man kann sich zur Seite bewegen und es sieht einfach richtig cool aus. Jedenfalls
ist es bei mir so, an meinem Diamond Painting Platz, dass es auch ein Esstisch ist. Zwar ein schmalerer Esstisch, der ist nur 70 breit und unten unser Esstisch ist 1 Meter breit. Aber ich habe halt quasi einen Diamond Painting Tisch von 70 mal 2 Meter. Und man lässt ja das Bild 80 mal 2 Meter. Man lässt ja das Bild sowieso, wenn es länger ist, einfach nach hinten oder nach vorne wegfallen. Ich würde empfehlen, die Steine nach hinten wegfallen zu lassen und das nicht gepaintete halt auf dem Schoß zu haben, anstatt andersrum. Jedenfalls, bei mir hilft, dass der Arbeitsplatz immer so ziemlich dieselbe Höhe hat. Dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn der Arbeitsplatz einem für sich selber zu niedrig ist, dass man gerade sitzen kann, gibt es noch die Möglichkeit, sein Leitpad, das haben ja die meisten, auf so eine Art Tischstaffelei zu legen. Es gibt zum Beispiel welche aus Metall, die kann ich euch auch verlinken. Da könnt ihr das leicht angeschrägt drauflegen. Also ihr habt dann so eine 45-Grad-Winkel. Da legt ihr euer Bild drauf und dann gibt es die Möglichkeit, es gibt auch ein sehr gutes Set von ArtDot dafür, das Bild anzuklemmen. Und dann könnt ihr wie ein Künstler, es geht auch sehr gut für Malen nach Zahlen im Übrigen, eure Steinchen kleben. Ich selber habe es noch nicht probiert, weil ich komme ganz gut mit der Position A2 Lightpad auf Tisch klar. Und wenn Schultern und Nacken Probleme machen, wie gesagt, dann mache ich eine kurze Pause, knete das mal durch und dann setze ich mich wieder an mein Bild ran. Was vielen auch hilft, da hole ich gerade mal was. So, was vielen aber auch hilft, man kennt ja so diese Standardstifte, die am Anfang, jetzt war ich ein bisschen laut, die am Anfang jeder hat. Das sind dann diese Pinken, die dabei sind. Da hilft es schon, wenn man welche darauf achtet, dass es welche mit Fingersquishy sind. So painte ich im Übrigen, aber ich habe damals auch anders gepaintet. Ich painte nämlich auch manchmal mit schmalen Ergo-Stiften. Das hier ist einer von Diamond Art Club. Der ist schmaler und dann gibt es noch so etwas schwerere Stifte. Man sieht, die sind halt ein bisschen unterschiedlich dick. Den mögen zwar viele, mit denen komme ich zum Beispiel aber nicht klar. Das ist jetzt einer, mit dem mein Mann mal gepaintet hat, deswegen ist der da. Mein Maximum an Ergo-Stift ist eher der. Noch besser komme ich mit den Ergo-Stiften klar, die auf einer Seite abgeflacht sind. Die sind handgemacht, die gibt es dann in Shops wie Etsy oder in kleinen Small-Business-Shops. Und was jetzt auch noch ganz neu ist, sind 3D-gedruckte Stifte. Kann ich euch auch später mal 1, 2 verlinken. Die haben dann auch so eine richtig coole ergonomische Form, also meine Lieblingsform, das ist diese hier. Und dann gibt es auch noch etwas schwerere, schmale Stifte, wenn ihr mit dicken Stiften nicht so klarkommt oder die euch zu leicht sind. Das ist jetzt allerdings nur ein Einzelsetzer, deswegen ist der mehr für die Optik. Ich painte am liebsten mit denen hier, mit den leichten Dingern. Ich habe mich daran gewöhnt, ich mache manchmal auch 2 Fingersquishies dran, falls ich den umdrehe, damit ich überall einen habe. Oder was ich auch manchmal ganz gerne mag, wenn es ein bisschen schöner aussehen muss, sind halt die beiden. Und der Stift, das sind so meine guten Stifte. Danach wurde ich nämlich gefragt. Ich werde mir den 3D-gedruckten Stift, den ich euch unterm Video verlinken werde, auch noch demnächst bestellen. Anfang März geht wieder eine Bestellung an dich raus, Janine. Und da werde ich mir mal einen 3D-gedruckten Stift kaufen, der nämlich ergonomisch geformt ist und dazu noch leicht. Ich kenne nämlich einige, die mit den schweren Stiften eher ein Problem haben. Und wenn du dann immer noch nicht so gut greifen kannst. Es gibt ja auch viele von euch, die Probleme mit den Händen haben, sei es Gicht oder eine Muskelschwäche oder solche Dinge. Dann gibt es nämlich, obwohl das schon ein relativ dicker Stift ist, dann gibt es noch Stifte, und die muss ich euch auch verlinken, so einen hat nämlich meine Freundin, nicht ich, die ihr, die ungefähr wie eine Wünschelrute oder wie ein Peace-Zeichen geformt sind. Und die sind dann nur so lang, relativ schmal, und die können in einer gewissen Position gehalten werden, dass ihr einzeln setzen könnt natürlich. Aber das ist ja, finde ich jetzt nicht schlimm, ich setze oft einzeln, vor allem wenn ich ein Schachbrettmuster setze und eckige Steine lege. Und die sind dann halt nicht so hoch, die sind ungefähr so breit, also das ist jetzt die dickste Breite von dem anderen Stift, und der ergonomische, der wie ein Peace-Zeichen aussieht, der Stift, den verlinke ich euch natürlich, der ist dann so breit, und den kann meine Freundin relativ gut halten.
die dann etwas Probleme mit der Fingerkraft hat und mit den schweren Stiften zu doll aufdrückt. Ihr gehen nämlich regelmäßig die Resinstifte oder die Spitzen kaputt. Und wenn sie das mit einer Metallspitze lösen wollte, dann ist der Stift halt gebrochen und nicht die Spitze. So, das ist halt für die Finger. Genau, Schultern und Nacken hatten wir ja mit den Übungen. Und dann habe ich noch etwas, Moment. Dann habe ich noch etwas, wie ihr eure Venenpumpe in den Beinen aktiv halten könnt, weil es kommt natürlich vor, dass man relativ lange an so einem Bild sitzt und nicht jeder denkt daran, ich auch nicht, jede Stunde mal aufzustehen und mal wirklich 5 Minuten am Stück zu gehen. Klar, wir stehen mal kurz auf, mal eben schnell Pipi machen, mal schnell was zu trinken holen und dann setzen wir uns wieder und machen weiter, vor allen Dingen an einem freien Tag. Dafür habe ich dann was. Ich habe mir sowas Weiches geholt und das kann ich euch auch verlinken. Man kann auch das untere Polster abmachen, wenn man es etwas niedriger braucht. Das hat den Vorteil, erstens, es ist weich, eure runterfliegenden Hundehaare weg. Ihr habt warme Füße, weil die nicht direkt auf dem Fußboden stehen. Und zweitens, ihr könnt eure Venenpumpe beim Diamond Paint ein bisschen aktivieren, indem ihr auf dem Gerät hin und her wippt. Und ich habe mich bewusst für etwas aus Stoff mit Anti-Rutsch entschieden, einfach weil ich auch ganz oft nur in Socken da sitze. Manchmal ist mir auch in Puschen etwas zu warm, dann schmeiße ich die Schlappen so weg und dann stelle ich meine Socken da drauf, stehe nicht auf dem kalten Fußboden und kann ein bisschen mit den Beinen rumwippen. Und wenn euer Tisch nicht so hoch ist wie meiner oder ihr größer seid als ich, dann könnt ihr den unteren Teil mit Klettverschluss abmachen, weil auch in dem Teil ist halt Anti-Rutsch. Und dann könnt ihr auch einfach nur das Oberteil benutzen. Wichtig ist, dass ihr so eine Mondform habt, dass es gebogen ist. Da steht jetzt Out-Tool drauf. Das habe ich schon länger. Ich weiß nicht, ob ich das noch finde. Wenn ja, verlinke ich euch das. Eine normale Venenwippe oder eine aus Luftpolster funktioniert natürlich auch. Aber ich habe Chihuahuas. Wenn die legen sich meistens mit da dran und die haben Krallen und die toben. Und ja, die mit Luft. Lange Rede, kurzer Sinn. Die ist kaputt gewesen irgendwann, also habe ich mir das hier gegönnt. Das liegt immer unter dem Platz, wo ich Diamond painte. In Urlaub nehme ich es jetzt ausnahmsweise nicht mit. Also wenn ich fahre, dann nehme ich es natürlich nicht mit. Und ist nicht mehr so lange. Irgendwann in den nächsten Wochen fahren wir. Darum kam ich jetzt auf Urlaub. Und ja, da bleibt es aber zu Hause, weil da laufen wir so viel. Da painte ich nur mal 1-2 Stunden am Tag, wenn mein Mann Mittagsschläfchen macht, weil ich schlafe mittags nicht. Oder wenn er Nachrichten guckt oder ein bisschen zockt. Wenn man den ganzen Vormittag gelaufen ist, dann macht man nachmittags immer ein bisschen Pause, Siesta. Und dann geht es am frühen Abend nochmal raus. Ja, und dann lassen wir den Abend natürlich zusammen ausklingen. Wir sind immer in derselben Ferienwohnung, beziehungsweise ist eigentlich ein Haus, aus denen man 2 Wohnungen gemacht hat. Wir nehmen immer die größere davon, damit wir einen Garten haben für die Hunde und so weiter und so fort. Wir sind nur 250 Meter vom Strand entfernt immer. Und da fahren wir jetzt schon das 5. Jahr, glaube ich, hin. 2021, 22, 23, ja, das 5. Jahr in Folge fahren wir halt dahin. Das erste Mal hatten wir die kleinere Wohnung aus dem Haus und jetzt nehmen wir immer die größere. Also es ist jetzt das 4. Mal schon. Wir fühlen uns da sehr wohl. Und es geht in ungefähr 2 Wochen. Geht's mal in Urlaub, also vor Ostern noch, vor den Ferien noch und wir sind ja nicht feriengebunden und ja, kurz mal abgedriftet, immer die Synapsen wieder zusammensammeln. Genau, das war die ergonomische Sache für die Füße. Für die Hände haben wir geklärt mit den Stiften, auch da hilft es, wenn man sich mal so schöne, da habe ich auch was auf dem Schreibtisch, zack. Ich habe immer, um die Finger mal zu entspannen, immer mal so ein bisschen was zum Drücken und Quetschen da. Und zwischendurch knete ich da einfach mal drauf rum, weil die Hand kann schon mal einschlafen beim Painten, die Finger können schon mal müde werden. Kann ich euch auch empfehlen, legt euch irgendein Squishy, irgendein Anti-Stress-Ball auf euren Diamond Painting-Platz. Für mich sehr wichtig, genau wie die verschiedenen Stifte. Manchmal hilft es schon, wenn man unbedingt fertig werden will und nicht so weiterkommt, sich einfach mal einen anderen Stift zu schnappen. Wie gesagt, wenn ihr Nackenschmerzen habt, das wird im Laufe der Zeit, wenn sich euer Körper an die Haltung gewöhnt, besser.
setzt aber voraus, dass ihr einen Arbeitsplatz in der passenden Höhe habt, also esstischmäßig, schreibtischmäßig. Wenn ihr, so wie eine Freundin von mir, auf dem Bauch liegen paintet oder auf einem Couchtisch und euch immer so bücken müsst, dann könnte es höchstens noch helfen, sich die Tischstaffelei anzuschaffen. Am besten die aus Metall, weil da steht und liegt das Bild und das Leitpad ein bisschen stabiler. Jetzt sollte ich das Ding mal wegpacken. Ich bin halt leicht abgelenkt, ne? Und ja, da hilft es auf jeden Fall schon, dann das Bild wenigstens ein bisschen aufrecht hinzustellen. Und habe ich auch schon gute Erfahrungen mitgemacht, als ich noch gezeichnet und mal nach Zahlen gemacht habe. Da habe ich nämlich eine Holztischstaffelei gehabt. Und die Haltung war wesentlich angenehmer. Die habe ich auch mitgeschleppt da im Nachtdienst. Da durfte ich auch malen. Da hat man mir extra eine Unterlage gegeben. Und ja, jetzt habe ich ganz oft eher eine Position, wo ich in der Alarmzentrale und in der Anmeldung bin von der Firma, wo ich jetzt arbeite. Und da painte ich dann halt eben nicht mehr so viel am Tag. Aber da ich keine 12 Stunden, sondern nur noch 8 Stunden am Tag arbeiten muss und auch nicht immer 6 Tage die Woche, so wie in der Firma davor, habe ich in meiner Freizeit Zeit für YouTube und Zeit zum Diamond Painten. Und ja, wir lieben's. Ich werde auch irgendwann, falls du neu auf meinem Kanal bist und einfach auf die Diamond Painting Sprechstunde gestolpert bist, und mich über Basteleien und den Arbeitsplatz quatschen hörst. Es wird irgendwann noch ein Video online kommen, in dem ich euch Newbies das Diamond Painting halt mal komplett von Anfang bis Ende vorstelle. Einfach mal ein Set nehme, was sich jeder holen würde, der in der Bastelabteilung mal guckt und das interessant findet. Und dann reden wir darüber und machen das einfach mal. Und ich zeige euch, wie das mit dem Toolkit, was dabei ist, also mit dem Diamond Painting Set, was wir haben, funktioniert und wie ihr das verbessern könnt und was man am Anfang für Bilder legen kann und wie man eventuell in das Hobby findet und dran bleibt. Also es wird ein komplettes Anfängervideo geben, einfach wenn du Diamond Painting kennenlernen möchtest. So, jetzt kommen wir mal zu meinem Thema zurück. ja, ich habe den unteren Rücken noch offen, mit dem ich über den ich mit euch sprechen möchte. Da habe ich ja am Anfang schon gesagt, ich lehne mich für den unteren Rücken so gut wie nie an. Und es kann auch schon helfen, wenn ihr so einen komplett geraden Stuhl habt, dass ihr euch ein Kissen in den unteren Rücken steckt, sodass die Schultern freigängig sind, aber der untere Rücken ein bisschen angelehnt ist. Und was ich euch auch empfehlen kann, und dann kommen wir dazu, was auf meiner Wunschliste steht. Es gibt Hocker mit richtig weichen Polstern, die federn. Die keine Lehne haben, sowas möchte ich nämlich haben, das sieht ähnlich aus wie so ein bequemer Hocker in einer Arztpraxis. Entschuldigung, jetzt muss ich mal aufstoßen. Ja, ich habe Sprite Zero getrunken. Aber nicht im Video, sondern davor. Böser Fehler. Jedenfalls, so ein Hocker habe ich auf meiner Wunschliste, den werde ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken. Den wünsche ich mir noch. Vielleicht bekomme ich ihn zum Geburtstag, weil dieses auf diesem Wohnzimmer- oder Esstischstuhl painten, das finde ich gar nicht so gut. Das tut auch ein bisschen in der Hüfte weh und ein bisschen im Pöppes weh. Und darum wünsche ich mir halt so einen gut gefederten, gepolsterten Hocker. Da werde ich mal eine günstige Variante einstellen und auch eine etwas hochwertigere Variante oder ein Mittelding. Also ich tendiere eher zu so einem Mittelding in der passenden Farbe. Ich freue mich mega darauf. Den wünsche ich mir nämlich zum Geburtstag, weil, wie ihr wisst, Bilder wünsche ich mir nicht mehr. Ich habe da genug und da genug. Und wer meine Stash Detox Challenge noch nicht kennt, deswegen, Faden verloren. Also ich mache eine Stash-Detox und zwar möchte ich alle Bilder, die hier so im Hintergrund sind, durchpainten, bevor ich mir neue kaufe. Darum wünsche ich mir bis auf eins auch keine Bilder zum Geburtstag. Ob ich dieses eine Bild bekommen habe, was ich mir wünsche, das bleibt offen, denn ich habe es einfach nur auf meine Wunschliste gepackt. Und jetzt warte ich mal, ob es mir jemand schenken mag oder nicht. Aber ich selber kaufe mir keine Bilder mehr und wenn ich ein Promobild oder ein Kooperationsbild annehme, das kommt auch schon mal vor,
dann wird ein anderes aus meinem Stash ausziehen. Ich habe da so ein paar, wo mein Herz nicht ganz so doll dran hängt. Die finde ich zwar schön, aber die muss ich nicht zwangsläufig painten. Denn wenn ich ein Promobild bekomme oder ein Testbild, dann sind das meistens Bilder, wo mein Herz ein bisschen mehr dran hängt, die ich schöner finde. Und kommt so eins, gehen andere sofort raus. So, das dazu zu meinem Stash im Hintergrund, weil der neu ist, wird es noch ein Video geben auf meinem Kanal. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie ich euch meinen Hintergrund und meinen ganzen Stash mal im Gesamten vorstelle und dann halbjährlich immer mal wieder, dann abonniert doch gerne kostenfrei meinen Kanal und drückt zweimal auf die Glocke, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Dann habt ihr so Streifen neben der Glocke. Dann bekommt ihr alle Videos, die ich hochlade, zu sehen. Ich greife nämlich alles rund ums Diamond Painting hier auf, und zwar meine Stash Detox Challenge. Dann gibt es jede Woche eine Diamond Painting Sprechstunde mit Themen, die euch interessieren. Denn dieses Thema ergonomisches und schmerzfreies Arbeiten war auch etwas, was mich mehrere gefragt haben. Und dann gibt es halt auch noch hin und wieder mal Unboxings von neuen Sets, die ich aufmache. Denn da hinten, da liegen auch noch Kits, und auch da unten, da sind noch Kits, die ich noch nie aufgemacht habe, die noch komplett in Folie eingeschweißt sind. Und auch die werde ich euch hier auf dem Kanal vorstellen. Wir werden ein Whip and Chat mal machen. Ich habe schon eins aufgenommen die Woche, das 52 Minuten lang war. Und leider hatte ich nicht genug Speicher auf meinem Telefon, mit dem ich filme. Und dann war das ganze Video Schrott, weil er wusste nicht, wo er es hinspeichern sollte. Und dann habe ich Speicher gelöscht, aber es war trotzdem einfach nicht zu retten. Ich konnte es mit einem VLC-Media-Player noch angucken. Ich konnte es aber nicht senden, nicht bearbeiten, nicht formatieren. Also es war einfach Schrott. Also habe ich es gelöscht. Deswegen wird es bald ein neues Whip and Chat geben. Vielleicht nehme ich das morgen schon auf und dann wird es spätestens nächste Woche oder am Wochenende dann online gehen. So, was machen wir hier? Wir machen Up-Kittings und Down-Kittings. Das bedeutet, dass wir Steine neu einsortieren oder zum Beispiel in solche Boxen oder auch aussortieren, wenn ich mit einem Bild fertig bin. Und ja, es dreht sich alles ums liebste Hobby. Wenn ihr möchtet, dass ich über ein bestimmtes Thema spreche, was euch zum Thema Diamond Painting interessiert, dann schreibt mir doch gerne unten in die Kommentare, was ich sagen kann, was ich euch zeigen soll, was mit dem Hobby zu tun hat. Es wird noch das Thema Rand abschneiden, Einrahmen, gute Rahmen und Versiegelung oder Nichtversiegelung in der nächsten Sprechstunde geben. Für diese war es das jetzt erstmal. Also wie ihr eure Venenpumpe aktiviert, wie ihr Schultern und Nacken ein bisschen erlösen könnt von Schmerzen oder den unteren Rücken. Habe ich ja erklärt. Dazu kann ich noch sagen, es gibt auch die Möglichkeit, wenn ihr es günstiger wollt und euch traut, euch einen Medizinball für eure Körpergröße anzuschaffen. Also seid ihr zum Beispiel wie ich 1,63 groß, dann ist ein 60er Ball optimal. Ein 65er würde auch gehen, allerdings müsst ihr darauf achten, dass ihr festen Stand habt, ne? Und dann lieber den Ball etwas kleiner wählen. Das ist auch eine Möglichkeit, um das Becken und den unteren Rücken so ein bisschen in Bewegung zu halten. Ich tendiere eher zum Hocker, weil der untere Rücken mir nicht so viel Probleme macht. Eher der obere Rücken, die Schultern und der Nacken hin und wieder. Und ja, dann gehe ich halt vor wie gehabt, ne? Das Nacken-Yoga auf YouTube, mal aufstehen und wirklich 5 Minuten gehen und erst dann wieder ans Bild gehen, wirklich mal eine größere Pause machen. Ruhig Schultern und Nacken selber durchkneten, das ist immer besser als nichts zu tun. Für die Beine ein Venenkissen besorgen und wirklich mal die Beinpumpe aktivieren, wenn man nicht so gut zu Fuß ist und man keine Lust hat, mal spazieren zu gehen, würde ich euch raten, sich halt eine Venenwippe oder dieses Kissen unten drunter zu legen. Das ist auch super gut für den unteren Rücken, also der wird dadurch prima entlastet. Ja, für die Finger und Hände, wie gesagt, einfach mal verschiedene Stifte ausprobieren. Die Ergo-Stifte kann ich euch auch verlinken. Ansonsten hilft es auch hier, wenn man mit beiden Seiten arbeitet, einfach einen zweiten Squishy auf den Stift zu ziehen. Dann habt ihr es immer weich, wenn ihr den Stift umdreht.
Ja, und dann gibt es schwerere und leichtere Stifte. Schaut euch da einfach mal um. Probiert Dinge aus. Das hat mir auch sehr geholfen, denn ich leide jetzt fast gar nicht mehr an irgendwelchen Schmerzen beim Painten. Ich sitze teilweise am Wochenende 4 Stunden am Stück an einem Bild, stehe natürlich zwischendurch mal auf, gehe mal mit den Hunden raus und dann setze ich mich wieder hin. Es gibt aber auch so Tage, und das kennt ihr bestimmt auch, wo man 3 Stunden an dem Tisch sitzt und sich gar nicht bewegt, noch nicht mal zum Pipi machen gegangen ist. Gibt's auch, sollte aber nicht so häufig vorkommen. Ihr wisst ja, in Bewegung bleiben ist gut für die Gesundheit. Und in dem Sinne beende ich die Sprechstunde für heute. Ihr schreibt mir bitte, wenn ihr möchtet, in die Kommentare, wie euch die Sprechstunde gefallen hat und über welche Themen ihr noch sprechen möchtet. Wie gesagt, das Thema Rahmen und Versiegeln und Randabschneiden, das besprechen wir nächste Woche. Und im Laufe dieser Woche gibt es noch ein Update zu meinem Hintergrund. Und am Wochenende oder spätestens in der nächsten Woche gibt es, die Reihenfolge überlege ich mir noch, meinen Monatsrückblick für den Monat Februar. Denn der Februar, der ist jetzt auch schon wieder um in ein paar Tagen. Am Freitag haben wir schon wieder den 1. März. Und das heißt, ich starte in meinen 3. Stash-Detox-Monat und habe schon 2 Monate geschafft, ohne mir Diamond Paintings zu kaufen. Kann man so sagen, weil ich werde mir in den nächsten 3 Tagen mit Sicherheit keine mehr kaufen. Und was ich weggepaintet habe aus meinem Stash im Hintergrund, das seht ihr dann. Seid gespannt. Ciao!